Sonntagabend 19:30 Uhr. Beide Mannschaften wollen sich oben ranrobben. Unterhaching und der erste FC Saarbrücken. Das ist der Pfarrer Windecker. Weihwasser für einen neuen Stadionnamen im Sportpark in Unterhaching. Und Saarbrücken mit dem Schleudereinwurf zu Beginn. Und Rabbi Hitsch mit der ersten Chance für Saarbrücken. Die haben nur eins der letzten 10 Spiele verloren, saisonübergreifend. Große, hohe Ambitionen im Saarland. Aber gut, auch Haching mit Krattenmacher. Gute Szene von ihm. Junioren-Länderspiele gemacht in der U19 in der Woche. Und Pater Rock im wilden Dress mit dem blauen Ersatztrikot hinten im Kasten beim ersten FC Saarbrücken. Dann wieder Haching und wieder eine Möglichkeit. Kalatidis. Schiedsrichter ließen den Saarbrücker Keeper nicht mit dem regulären Trikot auflaufen. Der musste dieses blaue Ersatztrikot anziehen. Und das dann die bitterste Szene überhaupt in diesem Spiel. Bauer gegen Patrick Schmidt. Und man wusste gleich, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Schien- und Wadenbeinbruch. Ganz, ganz schlimme Szene. Bene Bauer, ein Pressschlag. Mehr war es nicht. Ganz bitter. Patrick Schmidt wurde runtergetragen, wurde behandelt in der Kabine in diesen Minuten. Dann hat er seinen Sturmpartner Brücker, der den natürlich vermisste ohne Ende, den Patrick Schmidt, diese Chance in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Größte Möglichkeit bis dahin in diesem Spiel. Der Rettungswagen kam und Patrick Schmidt wurde abtransportiert ins Krankenhaus. Alles kaputt, Schien- und Wadenbein gebrochen, gute Besserung. Das Spiel überschattet. Meier in der zweiten Halbzeit für die Spielvereinigung unter Haching. Probierten es jetzt wieder in dieser Phase nach Wiederanpfiff. Aber Saarbrücken mit dem Mehr an Spielanteilen und immer wieder mit den Abschlüssen von Rabbi Hitsch, der es ein ums andere Mal probierte, auch hier in dieser Szene. Weiter 0:0 und dann die Nachspielzeit. Und jetzt Achtung, ein Aufschrei im Sportpark. Handspiel, Handspiel von Böder. Der Arm oben, der Schiedsrichter Felix Bickel hatte es nicht gesehen. Aus kurzer Distanz natürlich angeköpft, aber der Arm ist oben. Das ist ein ganz klares Handspiel. Abgespreizter Arm, hätte ein Tor werden können. War aber nicht das Hauptthema. Es gab ein schlimmeres Thema bei diesem Spiel. Ich habe mir schon gedacht, als der Pressschlag zustande gekommen ist, das hat sich nicht so angehört wie ein üblicher Pressschlag. Also ja, bin dann eben direkt hin, weil er wie erstarrt dann da lag und hab dann das Schienbein gesehen. Und ja, also das, ich würde sagen, also scheiß auf Fußball heute, ohne Witz, was da heute passiert ist mit dem Paddy, das tut mir wahnsinnig leid. Wir haben hier mit einer halben Jugend teilweise am Platz gespielt und deswegen sind wir in keinem Spiel Favorit, sondern wir sind aber so scharf, dass wir das Spiel gewinnen wollen, aber Favorit sicher nicht. Denkwürdiger Abend in Unterhaching und wir alle denken natürlich an Patrick Schmidt. Gute Besserung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.